Wie weit soll, muss, darf Deutschland gehen in der Unterstützung Israels, Ihrer Meinung nach? Ist für uns keine Frage, dass wir Israel schützen müssen, unterstützen müssen, wenn es angegriffen wird. Insoweit stimme ich dem zu, was Sie gesagt haben. Für Sie, da Sie ja eben so deutlich vorhin waren, ist wieder typisch, dass Sie kein Wort zu den leidenden Palästinensern gesagt haben. Und das ist völlig unmöglich, Frau Strack-Zimmermann. Ich habe eine, soweit, habe eine Frage, bitte, nach, ja, lassen eine, habe eine Frage beantwortet. Ja? Nach dem anderen, lassen Sie mich ja, bitte mal, wenn Sie zum Israel-Konflikt etwas sagen und zu diesem Völkermord nach dem Internationalen Gerichtshof nichts sagen, dann ist das eine völlig inakzeptable Position. Naja, vom IGH läuft noch ein Verfahren, aber die Indizien, die stapeln sich mittlerweile, dass Israel da schuldig gesprochen werden wird. Vor allem, da dieser Völkermord ja immer weitergeht. Wir sind verpflichtet, Israel beizustehen, wenn es angegriffen wird. Wir sind aber in keinem Fall verpflichtet zu schweigen oder sogar Waffen zu liefern, wenn Israel einen Völkermord begeht. Das ist völlig inakzeptabel. Jetzt schon. Finde ich auch gut, dass er das in dieser Deutlichkeit im Fernsehen sagt. Wartet, dass Sie dazu ein Wort verlieren. Lieber Herr Lafontaine, Sie müssen sich selber mal sprechen hören. Das hilft ja in der Regel. Ja. Der Auslöser war der 7. Oktober 2023. Damit fing es an. Israel wehrt sich. Wir alle. Und das möchte. Also Israel wehrt sich gegen eine wehrlose Zivilbevölkerung in Gaza? Also wogegen wehrt Israel sich? Israel hat in Gaza über 40.000 Menschen umgebracht, die riesige Mehrheit davon Zivilisten. Und die Überlebenden, die werden eher bereit sein, sich Gruppen wie der Hamas oder dem Islamischen Dschihad anzuschließen. Was vollkommen logisch ist. Also Zivilisten massenhaft abzuschlachten, hat in der Geschichte noch nie dazu geführt, dass diese Zivilisten sich deradikalisieren und sich aufhören, solche Gruppen anzuschließen. Das ist doch gar nicht das Ziel. Das Ziel ist die ethnische Säuberung Gazas. Möchte ich an der Stelle auch deutlich sagen. Wir alle, ich gehe davon aus, die hier sitzen, Journalistinnen, Publikum, alle, die uns zuhören, sind daran interessiert, dass nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in der Ukraine Frieden einkehrt. Zu unterstellen, dass hier irgendeiner unsensibel ist, ist einfach unlauter. Die Tatsache. 40.000 Tote und Strack-Zimmermann sagt, ja, da wurden nur Terroristen, also da wurden Israel bekämpft Terroristen. Also, dass da Großteil der toten Zivilisten sind, erwähnt sie gar nicht. Tatsache ist, dass die Hamas dieses Massaker ausgelöst hat. Und Sie wissen ganz genau, ja, und Israel hat so, also im Libanon seit Oktober letzten Jahres auch schon den 7. Oktober veranstaltet, rein von den Opferzahlen her. In Gaza hat Israel jetzt schon, wenn man sich die Opferzahlen anschaut, 7. Oktober angerichtet, sogar noch mehr. Also, was soll dieses Argument? Die Hamas hat am 7. Oktober Zivilisten umgebracht, also darf Israel jetzt 40 mal so viele Zivilisten umbringen. Die Hamas gezielt dort ihre Büros und ihre Kommandozentrale aufbauen, wo Kindergärten sind, wo Hospitale bauen, genau wissend, dass wenn die Israelis sie angreifen, was das letztlich. Ja, das ist völkerrechtlich völlig eindeutig. Das heißt nicht, dass Israel dann Krankenhäuser bombardieren darf. Zumal die angebliche Hamas-Kommandozentrale unter dem Al-Shifa-Krankenhaus, die Israel sich ausgedacht hat, die wurde bis heute nicht gefunden. Also die israelische Propaganda, die behauptet, bei jedem Angriff, da wäre angeblich eine Hamas-Kommandozentrale drunter oder da hätte die Hamas irgendwas gelagert oder wäre irgendein Hamas-Kommandant. Das ist in sehr vielen Fällen auch einfach eine Schutzbehauptung, um das international verkaufen zu können, dass man da wieder Dutzend Zivilisten, hunderte Zivilisten umgebracht hat. Letztlich für ein zerstörerisches Momentum ist. Ja, das ist schrecklich, kann man, aber das wird einkalkuliert. Das so, wird einkalkuliert. Das Argument, und das ist so, einfach ein Albtraum. Das Argument zu Ihnen, es wird einkalkuliert. Das, dass Argument, man das ist ja nicht nur eine Frage, die man beantworten muss, etwa in diesem Konflikt. Ja, aber bleiben wir doch mal bei diesem. Das wäre mir schon wichtig. Also einfach bei der Hamas. Bei diesem Konflikt, lassen Sie mich doch nur den zweiten Satz sagen. Mhm. Die Frage, um die es geht, ist doch, wenn sich Verbrecher irgendwo verstecken, kann man dann mit einer Bombe eben die Verbrecher attackieren und in Kauf nehmen, dass viele andere sterben. Darum, das ist ja die Grundfrage. Und zu dieser Frage haben wir in vielen Konflikten der Welt Stellung genommen. Und da gilt es eben, was die UNO sagt, auf die beziehe ich mich. Man muss nach Polizeigrundsätzen vorgehen und nach Möglichkeit eben so operieren, dass man möglichst wenig Zivilisten tötet. Einfach zu sagen, in dieser Schule sind auch
Vielleicht Hamas-Kämpfer, aber vielleicht, sind auch Kinder. Moment, ja. Vielleicht. Es sind Hamas-Kämpfer. Doch, auch vielleicht. Doch, vielleicht. Das israelische Militär, das hat KIs, also die heißen, haben dann so schöne Namen wie Lavendel oder Where is Daddy. Die spüren dann, also Where is Daddy ist die KI, die Hamas-Kämpfer oder mutmaßliche Hamas-Kämpfer erstmal ausmacht und sie dann zu Hause aufspürt. Also Hamas-Kämpfer werden bewusst in ihren Wohnhäusern angegriffen. Und wenn ihr euch mal Wohnhäuser in Gaza angeschaut habt, das sind so ganze Wohnblocks, wo hunderte Menschen drin leben. Dort werden dann die Hamas-Kämpfer gezielt, also ausgeschaltet. Also der gesamte Wohnblock wird in die Luft gejagt. Das ist Kriegsstrategie der israelischen Armee, die Hamas-Kämpfer, wie gesagt, gezielt zu Hause anzugreifen. Und das wird von der, also wer die Hamas-Kämpfer sind, das wird von der KI bestimmt, die auch auf Basis von Kontaktschuld arbeitet. Das heißt, wenn ihr Kontakt zu den falschen Leuten hattet, die mutmaßlich bei der Hamas waren, seid ihr eventuell auch ein mutmaßlicher Hamas-Kämpfer. Das ist das Vorgehen der israelischen Armee. Hat da Aretz schon vor längerer Zeit darüber berichtet. Kinder da, jetzt werfe ich Bomben drauf. Das halte ich für unmöglich. Da muss man andere Formen finden, eben die Terroristen zu bekämpfen. Ja, ganz kurz, würden Sie so weit gehen zu sagen, man muss jetzt die Waffenlieferungen von deutscher Seite an Israel stoppen? Ja, das sage ich, seitdem der Völkermord im Gange ist. Vorher hätte ich das nicht gesagt, aber seitdem der Völkermord im Gange ist, eindeutig ja, in Übereinstimmung mit der großen Mehrheit der Staaten der Weltbevölkerung. Wir müssen ja auch sehen, wie unser Ansehen als Deutschland in den letzten Jahren gelitten hat. Wenn Sie nicht mal, also Strack Zimmermann unterbricht ihn auch immer. Also, dass sie nicht mal für ein paar Minuten ruhig sein kann. Weil wir auch in diesem Konflikt den Völkermord nach Meinung vieler Länder unterstützen. Herr Lafontaine, ich komme.